Ja, ich freue mich heute hier im Rahmen des Studium Generale in Heidelberg einmal vortragen zu können. Und ich warte eigentlich auf das erste Bild. Das meinte ich. Ja, die Gletscher im Himalaya. Das erste Bild zeigt eine Situation, die im östlichen Ladakh ist, eine Region, die extrem trocken ist, bis in sehr große Höhen. Das Bild ist aufgenommen von 6650 Metern und Sie sehen, hier reichen die Gletscher maximal bis 5800, 5900 Meter herunter. Sie sehen einen der großen Seen, die hier im Bereich, im Grenzgebiet zu Tibet liegen. Ich möchte beginnen, indem ich etwas über die Unsicherheiten sage. Die Unsicherheiten sind eigentlich der Dreh- und Angelpunkt meines heutigen Vortrages. Und am Ende werden Sie sehen, dass ich vielleicht einige der Unsicherheiten lösen kann. Die Unsicherheiten bezogen sich lange Zeit auf die Landschaftsveränderungen, das Ausmaß der Landschaftsveränderungen. Es gab eine große Diskussion um das Ausmaß der Ressourcendegradation im Himalaya-Raum und es gab in den letzten Jahren eben die starke Konzentration auf die Auswirkungen des Klimawandels. Es gibt einen grundsätzlichen Problembereich in dem ganzen Zusammenhang und dieser Problembereich hängt mit den Extrapolationen, mit den Ausweisungen von den Ergebnissen lokaler und regionaler Fallstudien auf den ganzen Himalaya-Raum dar. Viele der Studien basieren vornehmlich oder gar ausschließlich auf der Anwendung von satellitengestützter Fernerkundung und häufig ist das Problem, dass eben entsprechend zu wenig Geländebegehungen vorgenommen wurden und dass diese Fernerkundungsdaten über zu kurze Beobachtungsperioden verfügen. Ich möchte Ihnen jetzt einmal den Himalaya-Raum etwas näher bringen. Diese Karte zeigt Ihnen die Himalaya-Hauptkette, die eben immerhin 2500 Kilometer lang ist. Und diese Himalaya-Hauptkette reicht vom Nanga Parbat im Nordwesten, den Axel Michaels gerade schon erwähnt hat, den ich Ihnen im Laufe dieses Vortrages auch etwas näher bringen möchte, bis zum Namche Bava im Südosten. Zusätzlich haben wir eine zweite große Kette, das Karakorum-Gebirge, auch 4-8000er mit dem K2, dem Broad Peak und zwei weiteren. Dieses Gebiet ist die zwei Kettengebirge sind die Region, in dem alle 14 8000er der Erde sind und wir entsprechend eine große Vergletscherung haben. Meine Fallstudien beginnen in Chitral im östlichen Hindukusch, dann das Gebiet des Nanga Parbat, dann werde ich hatte meine Eingangsfolie aus dem Gebiet von Ladakh im Transhimalaya in Indien gezeigt. Die ersten zwei Gebiete liegen in Pakistan. Hier sind wir dann in Indien. Wir werden dann einmal in den zentralen Himalaya von Indien gehen, bevor wir dann zwei Fallstudien aus Nepal, das Langtang-Tal und den Khumbu-Himal uns anschauen und zum Ende hin die Region des Kangchenjunga, also im Osthimalaya gelegen. Diese Auswahl ist natürlich einerseits dadurch begründet, dass das die Gebiete sind, in denen ich gearbeitet habe. Zum anderen zeigt es aber auch einen Querschnitt. Der Himalaya selbst ist ein multizonales Hochgebirge, gekennzeichnet durch ganz unterschiedliche klimatische Bedingungen. Und natürlich ist es ein Gebirgsraum, der verschiedene Länder durchläuft. Wenn wir auf ein Satellitenbild wechseln, was die gesamte Region zeigt, dann sehen Sie ein erstes Problem. Wir haben einerseits eine erhebliche Konzentration von Vergletscherung im Bereich des Karakorum-Gebirges.
das ist tatsächlich nach Antarktis und Arktis die drittgrößte zusammenhängende Eisregion auf der Erde. Und dann sehen Sie den gesamten Himalaya-Bogen, der aber aufgeteilt ist in verschiedene Gebirgsstöcke, die Mount Everest-Region, die Annapurna, Nanda Devi und andere. Es ist, diese Region, der Nordwesten, ist ganz essentiell für das angrenzende Tiefland des Indus, was Sie hier sehen. Und diese Region, die als Punjab bekannt ist, ist das größte zusammenhängende Bewässerungsgebiet überhaupt auf der Erde. Insgesamt sind die Gletscher der gesamten Hochgebirgsregion natürlich von essentieller Bedeutung für die Wasserversorgung in den angrenzenden Tiefländern. Daher werden die Regionen, dies ein Bild vom Kangchenjunga, auch als Wasserturm Südasiens bezeichnet. Und es ist von besonderem Interesse, wie sie sich verändern. Wir werden also hier im Rahmen dieser Ringvorlesung zum Thema Wasser das Thema Wasser vor allen Dingen in der gefrorenen Form betrachten. Und ganz generell in allen Hochgebirgen der Erde haben wir das Phänomen, dass wir mit zunehmender Höhe nimmt die Temperatur ab, mit zunehmender Höhe nehmen die Niederschläge zu und die Verdunstung nimmt ab. Bei einem idealtypischen Berg haben wir von der Gletscherspeisung einen gesicherten Abfluss. Und in diesem Fall deckt die Wasserverfügbarkeit auch den Bedarf. Das Ganze ist nun durch die Entwicklungen und die Diskussionen im Rahmen des globalen Klimawandels in eine andere Situation gekommen. Wir stellen uns eine +2-Grad-Situation vor, dann verändert sich die Linie nach wie vor, verringert sich die Temperatur natürlich mit zunehmender Höhe, aber wir haben eine Versetzung. Und wir haben auch das Phänomen, dass wir insgesamt in allen Höhenlagen hier auch mit höheren Niederschlägen rechnen müssen. Letztendlich bedeutet das aber bei unserem Idealberg, dass sich die klimatische Schneegrenze nach oben verschiebt. Und die Frage ist, wir haben erst mit dieser massiven Schmelze, die einsetzt, einen höheren Abfluss bis zu einem gewissen Punkt und der nimmt dann massiv ab. Das ist die Grundüberlegung, das Grundmodell, das Grundkonzept, mit dem wir eigentlich Klimawandel und die Auswirkungen des Klimawandels, insbesondere die Gletscherveränderungen im Hochgebirgsraum, betrachten. Ein erstes Bild zeigt Ihnen die dramatischen Auswirkungen. Hier handelt es sich um den Imja Lake, einen Schmelzwassersee, den es in der Region des Mount Everest gibt. Dieser Schmelzwassersee hat eine Länge von knapp über 2,5 Kilometern. Er hat an den tiefsten Stellen etwa 80 bis 100 Meter Tiefe und die Problematik, die mit solchen Schmelzwasserseen verknüpft ist, die werde ich Ihnen ganz am Ende des Vortrages darstellen und das damit zusammenhängende Gefahrenpotenzial aufzeigen. Also zuerst mal möchte ich beginnen mit dem Zitat eines Nobelpreisträgers, Henry Pollack. Er hat gesagt, und ich werde jetzt im Original zitieren, "Nature's best thermometer, perhaps its most sensitive and unambiguous indicator of climate change is ice. Ice asks no questions, presents no arguments, reads no newspapers, listens to no debates. It is not burdened by ideology and carries no political baggage. As it crosses the threshold from solid to liquid, it just melts." Dieses Zitat greift vielleicht etwas zu kurz, wie ich Ihnen jetzt darstellen möchte. Es gab im Jahr 2007, Sie können sich vielleicht noch an der
an die Medienberichterstattung erinnern, den Bericht des Weltklimarates IPCC und in der Zusammenfassung für Politiker stand das folgende Zitat: Glaciers in the Himalaya are receding faster than in any other part of the world. And if the present rate continues, the likelihood of them disappearing by the year 2035 and perhaps sooner is very high if the earth keeps warming at the current rate. Den letzten Satz lasse ich aus, weil der ist tatsächlich von den Zahlen, die dort genannt sind, völlig falsch. Also wir sehen, dass der Weltklimarat da sagt, im Jahr 2035 gibt es im Himalaya keine Gletscher mehr. Das führte dann nach kurzer Zeit eigentlich zu einer Medienberichterstattung, die etwa so aussah, dass gefragt wurde, ja, sie werden verschwinden bis zum Jahr 35 und wie schnell verschwinden sie denn überhaupt? Es führte auch dazu, dass das Kabinett von Nepal hier mit Atemmasken eine Kabinettssitzung im Basecamp des Mount Everest abhielt. Soweit erschien also eigentlich enorm bedrohlich zu sein. Es gab natürlich relativ schnell mit einer Phasenverschiebung von wenigen Monaten eigentlich eine Menge an Wissenschaftlern, die gesagt haben, das kann so nicht sein. Und das führte dann wenige Jahre später, 2012, dazu, dass der IPCC, der Weltklimarat als Ganzes, in Misskredit geriet und man davon ausging, dass die gesamte Forschung da auf dünnem Eis beruht und dass diese Situation völlig falsch dargestellt ist. Sie sehen daran schon an dieser Kontroverse, die ich mit den zwei Medienberichterstattungszusammenschnitten aus den Jahren 2008 und 2012 gegenübergestellt habe, dass damit natürlich eine enorm politische Dimension verbunden ist, wie nämlich Gletscherveränderungen im Himalaya überhaupt zu beurteilen sind, welche Konsequenzen zu erwarten sind und welche Klimaschutzmaßnahmen entsprechend zu berücksichtigen sind oder ob es gar schon viel zu spät ist. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass die Gletscher zunehmend auch mit Bedeutung aufgeladen sind, dass die weit über ihren Status als einfache Landschaftselemente hinausgehen, die aus Eis, Schnee und entsprechend Schutt hinausreichen. Und die wichtigsten Gründe für die Bedeutung von Gletschern im Zusammenhang der gesamten Klimawandeldiskussion ist natürlich ihre Sichtbarkeit und zum Zweiten auch ihre Symbolwirkung als Ikonen des globalen Wandels. Sie kennen alle die Bilder aus den Alpen, Sie kennen vielleicht auch die Bilder aus den tropischen Anden, wo wir enorm starke Gletscherrückgänge haben, oder Sie kennen die Bilder vom Mount Kenya und Kilimanjaro, wo wir mit die stärksten Rückgänge überhaupt auf der Welt haben. Hier wollen wir uns aber jetzt mit dem Raum des Himalaya befassen. Gletscher werden immer mehr als gefährdete Art, als endangered species betrachtet und diese Rolle nehmen sie tatsächlich hier in der Diskussion ein. Zuerst mal will ich an der Fallregion Ladakh einmal darstellen, welche Rolle das Schmelzwasser für die Alltagsroutinen der Bevölkerung dort spielt. Das ist an die Feldflur mit Gerste bestellt und im Hintergrund die Eiskappe des Kang Yatse, der knapp über 6400 Meter aufragt. Sie sehen, so stellt sich die Situation dar. Wenn wir jetzt mal nach da oben hingehen, sieht die Situation so aus. Wir haben eine enorm trockene Region, wo
die Schmelzwasser der Gletscher eigentlich die einzige Möglichkeit darstellen, um hier überhaupt Anbau zu betreiben. Das Bild, was Sie vorhin gesehen haben, war von dort etwa aufgenommen. Und das Ganze gilt natürlich auch für andere hochaufragende Massive hier in Ladakh, etwa wie der Stock Kangri, der hier 2007, habe ich den im September aufgenommen, und am 11. September 2013 nochmal. Sie werden hier keine signifikante Veränderung über diese 6 Jahre sehen, aber das muss uns auch jetzt nicht verwundern. Insgesamt sieht man das ganz gut in diesem Satellitenbild. In Rot sehen Sie die Anbauflächen einmal hier. Dieses Gebiet sehen wir uns gleich etwas näher an, hier auch und entlang des Indus, der hierher fließt. Sie sehen, wir haben hier die Gletscher, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, und diese Regionen hängen von diesen Gletscherschmelzwässern ab, weil die liegen in den Seitentälern, in den Tributären. Da haben wir dann von dem Gletscher den Abfluss, der entsprechend auf die Feldfluren verteilt wird. In Ladakh gibt es eine weitere Besonderheit, weil der Indus hier nicht so tief eingeschnitten ist wie in anderen Teilen, etwa in Nordpakistan, kann er auch von hier abgeleitet werden über Kanalsysteme, die etwa 30 Kilometer Länge aufweisen, und dadurch können auch diese Gebiete hier bewässert werden. Das ist ein Bild, was ich im Landeanflug auf Leh einmal aufgenommen habe. Es zeigt Ihnen die Bewässerungsflur des Dorfes Stock, und hier sehen Sie einmal, wie die ganze Situation so aussieht. Also die gesamte Bewässerung kommt von den Gletschern, die hier jetzt in diesem Bild nicht mehr sichtbar sind. Und wir haben uns das mal angeschaut. Wir haben amerikanische Spionagesatelliten, die sehr hochauflösend sind, aus dem Jahr 1969 genommen und haben hiermit alle Parzellen der Feldflur aufgenommen und haben dann entsprechend neue Satellitenbilder aus dem Jahr 2006 genommen und haben uns angeguckt, wie viel sich verändert hat. Und Sie sehen über diesen Zeitraum von 1969 bis 2006 hat sich vergleichsweise wenig verändert. Die wichtigste Veränderung, die aber problematisch auch für die Bevölkerung ist, es gibt jetzt sehr viel mehr Häuser entlang der Hauptwasserlinien. Und das führt eher zu Problemen, die bei immer wieder auftretenden Flutereignissen besondere Schwierigkeiten für die Bewohner dieses Dorfes darstellen. Auch im Bereich von Leh, dem Hauptort von Ladakh im indischen Transhimalaya, ist die Abhängigkeit von Gletscherschmelzwassern entsprechend gegeben. Eine historische Aufnahme von 1911. Und Sie sehen eine große Bewässerungsflur, hier die Altstadt von Leh mit mit dem Königspalast, der hier auch von der Rückseite her zu sehen ist, und einem buddhistischen Kloster. Das buddhistische Kloster ist immer noch da, der Königspalast auch. Die urbane Entwicklung von Leh hat sich massiv entwickelt. Und Sie sehen auch, dass wir heute eine starke Zersiedlung im Bereich der Feldflur haben. Und im Jahr 2010 gab es diese extremen Überflutungsereignisse in diesem Raum, die dazu führten, dass wir hier alleine in Leh etwa 300 Tote hatten. Und diese 300 Menschen, die sind vor allen Dingen in diesem Bereich auch gewesen, und in einem angrenzenden Tal, von hier kamen auch erhebliche Wassermengen. Aber die Altstadt von Leh blieb bis heute völlig unbeschädigt. In Ladakh gibt es aber ein Problem. Ich hatte Ihnen erstens die
Gletscher gezeigt, die liegen halt sehr hoch. Die niedrigsten Gletscher erreichen Höhen von 5200 Metern, was dazu führt, dass die Schmelze von den Gletschern erst sehr spät im Jahr einsetzt und wir dann in den Sommermonaten, wenn die Hauptaktivität im Bereich des Anbaus vorliegt, mit Sicherheit immer genügend Wasser haben. Das Problem sind die Frühjahrsmonate, der späte März bis zum frühen Juni. Da haben wir die Situation, dass da die Gletscher so hoch liegen, wir viel zu spät entsprechende Schmelzwässer haben. Was ist jetzt hier eine der Anpassungsmethoden? Das ist die Anlage sogenannter künstlicher Gletscher. Artificial Glaciers werden sie genannt. Diese künstlichen Gletscher liegen zwischen den Gletschern, zwischen den natürlichen Gletschern und den Anbauflächen. Und tatsächlich ist es so eine Kaskade, eine Reihe von kleinen Mauern, die Sie hier im Satellitenbild sehen. Und ich habe es mal grafisch dargestellt. Sie haben hier in der Höhenlage die Anbauflächen und haben hier die entsprechenden natürlichen Gletscher, die wie gesagt zu spät schmelzen, und haben dann diese Reihe von Kaskaden. Wie sieht so etwas aus? Ein Bild im Februar, das zeigt Ihnen diese Mauern. Und durch diese Mauern wird die Fließgeschwindigkeit der kleinen Bäche, die nur wenig Wasser führen, im Winter reduziert. Und wir haben die Bildung von Eis. Es ist natürlich kein Gletscher im engeren Sinne, aber es sieht dann tatsächlich so aus, das ist jetzt komplett ein massiver Eiskörper, auch im Februar aufgenommen. Und wenn man sich das größer einmal vorstellt, dann ist das solch eine Kaskade, die, wenn man im Oktober dahin geht, sehen Sie nur die einzelnen Mauern und dazwischen dieses Speichern von Eis. Und ein solcher künstlicher Gletscher, der hat tatsächlich Längen, der kann Längen aufweisen von bis zu 2, 2,5 Kilometern. Und damit wird natürlich ein erhebliches, ein durchaus relevantes Wasserreservoir zwischengespeichert, um dann in den nächsten Frühjahr zur Bewässerung genutzt werden zu können. Es gibt eine ganze Reihe dieser künstlichen Gletscher, die hier in den letzten Jahren angelegt wurden. Und die Problematik von Bewässerungslandwirtschaft möchte ich Ihnen jetzt ganz knapp kursorisch auch in anderen Regionen des Himalaya vorstellen. Sie haben vorhin schon am Fallbeispiel des Ortes Stok gesehen, dass es doch eine erhebliche Persistenz in den Landnutzungsmustern gibt. Und das kann ich Ihnen hier zum Beispiel aus dem Hindukusch zeigen, eine Aufnahme aus dem Jahr 1966. Das ist hier im Grenzgebiet zwischen Pakistan und Afghanistan. Als ich 97 wiederholte, sieht man noch die gleiche Sequenz von 3 Bewässerungskanälen. Auch viele der Felder sehen völlig unverändert aus. Also auch hier eine hohe Persistenz. Gehen wir mal nach Nepal. Das Dorf Dingboche im Khumbu-Himal. Sie sehen hier im Hintergrund das bekannte Massiv der Amadablam. Und dort sah die Situation im Jahr 1955 so aus. Und 2012 konnte ich sie in der Weise entsprechend aufnehmen. Das Siedlungsmuster, das hat sich hier allerdings verändert. Eine ganze Reihe entlang der Wege von Touristenlodges, die sind jetzt hier dazugekommen. Aber ansonsten hat sich dieses Bewässerungssystem hier tatsächlich nicht groß verändert. Ich komme jetzt zu meinem Fallbeispiel Nanga Parbat. Und das ist ein Gebiet, das haben Sie vorhin schon in der Ankündigung gehört. Da habe ich in den 90er Jahren gearbeitet. Das ist die Nordabdachung des Nanga Parbat. Der Hauptgipfel liegt hier. Und
extrem vergletschert das gesamte Massiv auf der Nordseite, auch auf der Südseite, das ist die Rupal-Flanke des Nanga Parbat, haben wir eine intensive Vergletscherung und insgesamt hat das Gesamtmassiv eine erhebliche Vertikaldistanz von etwa 7000 Meter vom Hauptgipfel bis zum Indus herunter über etwa 25 Kilometer. Die Eisbedeckung ist mit 18% für dieses Massiv sehr hoch und die Merkmale der Gletscher, da werde ich gleich im Einzelnen drauf eingehen. Hier haben wir, anders als in Ladakh, da hatten wir ja 5200 Meter als niedrigste Gletscher. Hier liegen sie bei 2900 Meter. Hier ergibt sich eine ganz andere Dynamik. Das Nanga Parbat Massiv ist insofern natürlich auch interessant, weil es über eine sehr lange Forschungsgeschichte verfügt. 1856 war Adolf Schlagentweit einer der drei Brüder, die eine dreijährige Expedition in den Himalaya durchgeführt haben, in diesem Gebiet und hat hier dieses Aquarell von der Südseite des Nanga Parbat erstellt. Und was vielleicht noch wichtiger ist für die Forschungsgeschichte oder für die konkrete Vergleichbarkeit von Daten ist die hochauflösende Karte im Maßstab 1:50.000, die von der deutschen Himalaya-Expedition 1934 angefertigt wurde. Richard Finsterwalder zeichnete da verantwortlich und hier sehen Sie natürlich all die Gletscher, die ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde. Und der erste ist der Raikot-Gletscher auf der Nordseite. Ich habe das alte Foto von 1934 wiederholt und habe hier über mehrere Jahre dann gezeigt, welche Veränderungen sich ergeben haben. Und Sie werden mir zustimmen, dass das tatsächlich keine so extremen Veränderungen sind. Und wir werden uns das jetzt einmal im Satellitenbild anschauen. Das ist erstmal die klassische Karte von 1934. Ich habe hier einen kleinen gelben Punkt zur Orientierung gemacht und jetzt läuft eine Sequenz von Satellitenbildern darüber, wo Sie sehen können, ob sich der Gletscherrand, die Gletscherzunge hier in entsprechend massiver Weise verändert hat. Und da sehen Sie, über die Zeit bleibt diese Gletscherzunge vergleichsweise stabil. Hier haben wir also nicht zu befürchten, dass hier im Jahr 2035 dieser Gletscher nicht mehr existiert. Gehen wir mal auf die Südseite dieses Massivs. Das ist die Rupal-Flanke, die mit 4500 Meter vertikaler Erstreckung die höchste Steilwand der Erde darstellt. Das Bild habe ich hier etwa von 5800 Meter gegenüber aufgenommen. Sie sehen einen dieser schuttbedeckten Gletscher hier runterfließen. Und Adolf Schlagentweit hatte hier diesen Gletscher skizziert und ich habe rein zufällig 1992, als ich erstmalig war, von einem ähnlichen Standort dieses Bild aufgenommen, was ich 2010 nochmal mein eigenes Bild wiederholt habe. Sie sehen, da hat sich erstmal auch wiederum nicht so arg viel getan. Jetzt sehen Sie aber etwas, wo sich eine massive Veränderung ergeben hat, nämlich beim Gletschertor. Hier ist der Gletscher zu Ende, schuttbedeckt, das Schwarze hier ist alles Eis und aus dem Gletschertor kommt der Schmelzwasserabfluss. Sie sehen, eine mächtige Seitenmoräne begrenzt den Gletscher und der Gletscher hat sich zurückgezogen hier um die Ecke und das war im Jahr 2010, ich habe vorhin schon erwähnt, dass das für Ladakh
diese Fluten gab, die zu so vielen Toten geführt haben. Wenige Tage später kam dieses Unwetter, dieser Starkregenereignis auch am Nanga Parbat an und führte dazu, dass diese Straße, die hier schon gebaut wurde, hier auf der anderen Seite ist der Brückenkopf, das ist in diesem Rahmen da eben ja direkt den Bach runtergegangen. Der nächste Gletscher, etwas höher, 1992 und 2010. Sie sehen hier die Seitenmoräne in beiden Gletschern. Was ich Ihnen hier zeigen möchte, ist auch wiederum wenig Veränderungen. Dieser Gletscher hat auch, es ist jetzt der gleiche Gletscher, das Gletschertor 1992 und 2010, keine massiven Veränderungen. Und dieser Gletscher führt eine Dynamik durch, die man unter Glaziologen als Surging Gletscher bezeichnet. Er entwickelt über die Zeit eine Aufwölbung und fließt dann schneller ab. Diese Situation, solche Surge Gletscher, die durchlaufen immer zyklische Phasen. Nach Jahrzehnten langsamer Fließgeschwindigkeit gibt es immer wieder kürzere Perioden, in denen es zu einer vielfach höheren Fließgeschwindigkeit kommt. Das Ganze ist dadurch zu erklären, dass es eine Änderung des Abflusssystems unter dem Gletscher, des subglazialen Systems gibt. Der Gletscher gleitet letztlich auf seinem Wasserfilm und deshalb werden diese Gletscher auch als reitende Gletscher bezeichnet und die Vorstöße, die damit verbunden sind, können aber nicht missinterpretiert werden als Gegenteil von Gletscherrückgang. Das war der Gletscher, den ich Ihnen gerade gezeigt habe. Ich komme nun zu dem. Der hat einen See, einen sogenannten proglazialen See, ausgebildet. Der Seespiegel liegt etwa 60 Meter oberhalb des Talbodens. Der See wird aufgedämmt durch einen Endmoränenkranz, durch den er eingefasst ist und der diesen Wasserkörper hier dämmt. Das Bild ist von 1993 und 2010 sehen Sie auch hier wieder keine massiven Veränderungen. Insgesamt haben wir aber auch mit extrem schuttbedeckten Gletschern zu tun. Gletscher, die so schuttbedeckt sind, dass sie überhaupt kein Eis zeigen. Hier sehen Sie einen kleinen Schmelzwassersee und 2010 sind es zwei geworden. Ansonsten sehen Sie auch hier keine massiven Veränderungen. Wir kommen zu dem größten Gletscher auf der Südseite des Nanga Parbat und der hat nun mal einmal hier eine starke Schuttbedeckung, aber er hat auch zwei sogenannte Blankeisströme. Und mit diesen Blankeisströmen werden wir uns noch zu beschäftigen haben. Hier ist der Blankeisstrom, hier ist der schuttbedeckte Gletscher. Und das hat sich auch aus dieser fotografischen Perspektive zwischen 1994 und 2010 nicht verändert. Hier kommen wir abermals zu einer Karte, die Adolf Schlagenfeit 1856 aufgezeichnet hat. Er zeigt diesen Gletscher, den wir hier uns jetzt angucken und er differenziert hier wirklich nach dem Blankeis und der Schuttbedeckung. Und das hilft uns natürlich auch zu interpretieren, wie sich das verändert hat. Erneut ein Bild aus dem Jahr 1934. Sie sehen den gesamten oberen Rupal-Gletscher und seine oberen Einzugsgebiete. Sie sehen hier im Vordergrund ein paar Steine. Eine Person liegt hier gerade, die hat sich vermutlich ausgeruht. Die Person, die jetzt hier im Jahr 2010 liegt, ist natürlich eine andere. Aber die Situation, die uns hier interessiert, ist ja der Gletscher. Und da haben sich in der Tat wiederum keine massiven Veränderungen ergeben. Der Eindruck täuscht etwas, weil hier war gerade eine Neuschneedecke auf die Eisoberfläche gefallen, die, als ich es hier wiederholt habe, nicht so war.
Insgesamt sieht das alles nach einer ziemlich stabilen Situation aus. Wir haben natürlich auch mit Satellitendaten über die Jahrzehnte gearbeitet und kommen letztendlich hier auch zu Gletscherrückgängen, die aber im globalen Vergleich relativ gering sind. Hier zwischen 1934 und 2013 123, 136 Meter. Nur der hat hier tatsächlich etwas abgenommen. Die unterschiedlichen Linien, die zeigen Ihnen jeweils die aus den verschiedenen Satellitenbildern herauskartiert die Eisränder. Das ist eigentlich eine ganz gängige, die Standardmethode, wie man Gletscherveränderungen überhaupt erfasst und kartiert. Der letzte Gletscher ist jetzt ein hochgelegener Gletscher hier bei 5600 Meter und der zeigt hier auch wiederum gerade nach mit einer Neuschneedecke, insofern hier nicht ganz gut zu sehen. 1994 habe ich das erstmals wiederholt und 2010 dann ein weiteres Mal. Aber auch hier haben wir keine massiven Veränderungen. Wir schauen uns jetzt mal eine andere Region an und springen jetzt mal einen großen Sprung nach Nepal. Zwei Regionen, Langtang und Khumbu. Im Langtang sehen Sie diesen Gletscher, aufgenommen vom Botaniker Oleg Polunin im Jahr 1949. Das war eine der ersten Expeditionen, die überhaupt nach Nepal durchgeführt werden konnte, noch vor der Erstbesteigung des Everest. Und Sie sehen, der schuttbedeckte Gletscher erreicht hier etwa die gleiche Höhe wie die Seitenmoräne. Dieses Gebirgsmassiv ist auch bekannt geworden, als im April diesen Jahres die Ortschaft Langtang durch eine Schneelawine, die von diesem Gebirgsmassiv herunterkam, vollständig verschüttet wurde. Aber wir gucken uns jetzt hier die Gletscherveränderungen an. Als ich es 2012 aufnahm, sieht man, dass hier der Gletscher eingesunken ist. Und zwar etwa 70 Meter. Und das ist natürlich ein ganz massiver Volumenverlust, der hier zu sehen ist. Ein anderer Teil, auch in Langtang, eine Aufnahme, die 1980 gemacht wurde von Erwin Schneider. Der wird jetzt im kommenden noch einige Male auftauchen. Und dieser Gletscherteil sind 2012 nicht mehr da gewesen. Hier hat man also wirklich eine visuell gut erkennbare Gletscherrückgang, den wir auch eigentlich erwarten würden im Rahmen der globalen Erwärmung. Wir können jetzt einmal das höchstgelegene Gebiet im Himalaya, den Khumbu-Himal mit den massiven Everest, Lhotse, Makalu, Cho'oyu uns hier einmal anschauen und gucken, wie die Situation sich darstellt. Ich werde Beispiele vom Khumbu-Gletscher zeigen, vom Gosumpa-Gletscher und vom Imja-Gletscher. Zuerst einmal der Khumbu-Gletscher. Auf den ersten Blick sieht man hier zwischen 1955, als Erwin Schneider diese Bilder aufnahm, mit dem Ziel, eine erste topografische Karte der Everest-Region zu erstellen, und meiner Wiederholungsaufnahme aus dem Jahr 2012 keine signifikanten Unterschiede. Gerade dieser Bereich sah im Bild von Erwin Schneider im Detail so aus. Sie sehen hier einzelne Durchbrüche gibt es. Diese Durchbrüche resultierten daraus, dass hier Seen existierten auf der schuttbedeckten Oberfläche, die dann in einzelnen Ereignissen durchgebrochen sind. Aber die Situation sieht relativ ähnlich aus. Bei genauem Hinsehen sieht man, dass hier kleinere Seen hinzugekommen sind. Und das bedeutet eine ganze Menge. Und darauf werde ich am Ende im letzten Bereich meines Vortrages noch eingehen.
Sie sehen hier den Mount Everest und Nuptse. Das ist das obere Einzugsgebiet der Gletscherbucht, der Khumbu-Gletscherbucht, der hier, das ist die klassische Aufstiegsroute zum Everest. Und das, was Sie schon kennen, Blankeisströme und schuttbedeckte Gletscher. Und die haben sich jetzt geändert zwischen 1955 und 2012. Zum einen ist der Blankeisstrom deutlich stärker fragmentiert und hat hier nur noch einzelne Bereiche. Wohlgemerkt, diese Eisnadeln haben Höhen von 10 bis 15 Metern. Wir haben aber hier einen signifikanten Rückgang, ein Einrumpfen, wenn Sie das frühere Bild sehen, wie sich die Situation verändert hat. Da sehen Sie, dass wir doch durchaus auch massive Volumenverluste hier konstatieren müssen. Und mein letztes Beispiel von der Nordseite am Everest, das ist einer der ganz großen Gletscher, der ist deutlich größer als der Gletscher, der vom Everest selbst runterreicht. Das ist der Ngozumpa-Gletscher, der vom Cho-Oyu reicht. Das ist einer, wahrscheinlich der längste Gletscher überhaupt im zentralen Himalaya. Und Sie sehen hier die Ihnen schon bekannte schuttbedeckte Oberfläche mit einem kleinen See. Diese Seen spielen hier keine Rolle. Die sind außerhalb des Eiskörpers an der kleinen Siedlung Gokyo. Die Siedlung hat sich deutlich vergrößert, aber was jetzt hier entstanden ist, ist eine Seenlandschaft. Und beim letzten Fallbeispiel vom Khumbu-Gletscher habe ich Ihnen gezeigt, dass dort ein erster kleiner See entstanden ist. Diese Situation hat sich hier schon entsprechend zu einer wirklich ausgedehnten Seenlandschaft erweitert. Und ich hatte am Anfang des Vortrages Ihnen ein Bild des Imja-Sees gezeigt und darauf hingewiesen, dass es sich um den vielleicht längsten Gletschersee überhaupt auf der Erde handelt. Und dieser Gletschersee hat sich hier zwischen zwei Satellitenbildern, das ist der Gletschersee im Jahr 1992 und das ist der Gletschersee im Jahr 2010. Er hat sich deutlich nach hinten hin weiterentwickelt und ist vergrößert worden. Und damit ist natürlich auch das Wasservolumen sehr viel größer geworden. Was bedeutet das denn letztlich? Sobald sich Schmelzseen auf der Gletscheroberfläche bilden, haben wir natürlich eine ganz andere physikalische Situation. Die Wärme, die durch die Sonneneinstrahlung in diese Wasserkörper eintritt, wird gespeichert und an das umgebende Eis abgegeben. Dadurch entsteht eine erhebliche Beschleunigung des Abschmelzungsprozesses. Und das sieht man auch, wenn man dieses Bild hier nimmt, auch hier wieder als Erwin Schneider die Aufnahme vorgenommen hat, im Jahr 1955 ein erster See. Und das ist mittlerweile der See, wie ich ihn 2012 hier aufgenommen habe. Hier ist natürlich die Blickrichtung nicht die gleiche, aber dieses Massiv ist das und diese Moräne ist dieser Bereich. Der Gletscher, der hier aus dem Seitental kommt, hatte damals noch den direkten Kontakt zum Haupttalgletscher und mittlerweile ist er vom Haupttalgletscher vollständig getrennt. Hier haben wir also einen ganz massiven Gletscherrückzug. Und diese durchaus charakteristischen Gletscherrückzüge, die ich Ihnen mit den letzten Fallbeispielen vom Khumbu-Gletscher, vom Ngozumpa-Gletscher und vom Imja-Gletscher gezeigt habe, die sind halt in dem Gebiet, was tatsächlich auch recht häufig von Trekkingtouristen und Wissenschaftlern aufgesucht wird.
Das Problem mit diesen Gletscherseen ist nicht nur, dass sie sehr stark einen zusätzlichen Rückgang der Eiskörper verursachen, sondern es gibt hier noch ein anderes Problem. Im letzten Jahr hatten wir die Situation, dass es einen Gletscherseeausbruch gab im Bereich einer hochgelegenen Siedlung, und dieser Gletscherseeausbruch stammte aus diesem See. Der See ist recht hoch gelegen, 5500 Meter, und aufgrund seiner Höhenlage ist der See ganzjährig eisbedeckt. Es ist ein Problem, ihn etwa zweifelsfrei aus Satellitendaten identifizieren zu können. Es war in dieser Region so, dass es ein Flutereignis gab. Ich zeige Ihnen gleich noch ein Bild von diesem Flutereignis in einer etwa 22 Kilometer talabwärts gelegenen Siedlung. Und dieses Flutereignis hatte 5 Häuser zerstört, mehrere Felder zerstört und eine Brücke zerstört. Und es war völlig unklar, woher das Wasser kam, weil dieses Wasser kam nicht nach einem Starkregenereignis, sondern nach einer ausgedehnten Hitzeperiode. Und wir haben dann überlegt, was dort zu tun ist, und wir sind auch gefragt worden vom District Commissioner des Ortes Lee, ob wir bereit wären, den Ursachen für dieses Ereignis einmal zu untersuchen. Das haben wir natürlich getan und haben dann diesen See gefunden und uns darüber gewundert, dass der See, gut, er ist 22 Kilometer entfernt, aber er war der Bevölkerung des Dorfes nicht bekannt. Und normalerweise gehen wir davon aus, dass solche, das ist ein Bild, das ist eine Betonbrücke, die hier in dem Dorf errichtet wurde. Es zeigt Ihnen die Größenordnung. Der See ist nicht mal komplett ausgebrochen, sondern etwa 3 Meter des Wasserspiegels sind reduziert worden, wie wir es rekonstruieren konnten. Und das hat aber gereicht, um dieses Ereignis verursachen. Wir haben letztendlich nach langem Suchen eine Person gefunden, die von der Existenz des Sees überhaupt wusste, ein alter Mann, der vor vielen Jahren, etwa 15, 20 Jahre, hat er es nicht mehr gemacht, Yaks aus einem nahegelegenen buddhistischen Kloster in den Hochlagen geweidet hat und von der Existenz des hochgelegenen Sees überhaupt wusste. Hier stellt sich die Situation, dass das lokale Wissen in der heutigen Generation über die Gefahrenpotenziale fast nicht mehr vorhanden ist. Und wir haben uns das dann zum Anlass genommen und sind in diesem Jahr zu einem anderen hochgelegenen Gletscherstausee gegangen, der allerdings im Satellitenbild erkennbar war. Auch er ist abgedämmt durch eine große Moräne und ist entsprechend auch stark auslaufgefährdet. Und von diesen kleinen bis mittelgroßen Gletscherseen, dieser hat hier vielleicht eine Länge von 300, 350 Metern, hat aber natürlich auch ein Wasservolumen, was ausreichen wird, um ein extremes Schadensereignis zu verursachen. Und damit geht dieser Gletscher natürlich auch vergleichsweise schnell zurück. Nun, ich habe jetzt Ihnen einige Dinge über die Gletscherveränderungen in verschiedenen Teilen des Himalayas gezeigt, und ich möchte die Dinge eigentlich zusammenfassen. Es sind viele Bilder gewesen, aber ich versuche doch relativ schnell zu einem Ende jetzt zu kommen. Über den gesamten Himalaya-Bogen haben wir hier einmal zusammengefasst und dargestellt, was wir überhaupt wissen, wann es die ersten Messungen gab. Und es gibt nur sehr wenige Regionen im Karakorum, im Nordwest-Himalaya, hier Nanga Parbat, und im zentralen Himalaya von Kumaun, wo wir sehr frühe erste Messungen haben. Und
In vielen anderen Regionen haben wir erst Messungen, die nach 1981 einsetzen. Wir haben also vergleichsweise kurze Beobachtungsperioden, die wir als Grundlage nehmen können. Wir sehen, dass wir hauptsächlich in diesem Bereich, im Karakorum und im Nordwesthimalaya, quasi stationäre Gletscher haben und auch einige Gletscher, die wirkliche Vorstöße haben, wobei ich Ihnen das Prinzip eines Surge-Gletschers auch gezeigt habe, dass nicht jeder Gletschervorstoß auch als ein Signal für positive im Sinne von kälteren Klimaten tatsächlich bedeutet. Wir können es zusammenfassen, in diesen Gebieten haben wir das Phänomen, dass die Winterniederschläge, die aus der Westwinddrift kommen, höher sind als die Sommerniederschläge. Das bedeutet, dass wir in diesen Gebieten eine ganzjährige Akkumulation haben. Und wir dürfen wohl auch annehmen, dass wir in den letzten Jahren insgesamt dort höhere Niederschläge hatten, die die wärmeren Temperaturen tatsächlich kompensieren können. Also haben wir hier Gletscher, die vor allen Dingen sensitiv reagieren auf Niederschlagsveränderungen. Dann haben wir im zentralen und östlichen Bereich einen Gletschertyp, der gekennzeichnet ist, dass hier die Sommerniederschläge höher sind als die Winterniederschläge. Sie sind monsunal beeinflusst. Hier haben wir die Gletscher mit überwiegender Sommerakkumulation, also indem wir einen Massenzuwachs der Gletscher in den Sommermonaten haben. Das heißt, der Zuwachs und der Verlust, Akkumulation und Ablation finden nahezu gleichzeitig statt. Diese Gletscher reagieren weniger auf Niederschlagsveränderungen als vielmehr besonders sensitiv auf Temperaturerhöhungen. Deshalb haben wir dort auch die starken Rückgänge in Form von Einrumpfen und Reduzierung der Gletscherlänge. Wir haben dann noch die dritte Dimension, das sind die Kaltariden, in denen die vor allen Dingen aufgrund der Tatsache, dass insgesamt wenig Niederschläge fallen, sehr hoch liegen, die reagieren aufgrund ihrer extremen Höhe, wir haben sie in Ladakh, aber auch auf dem tibetischen Plateau, stark verzögert auf Temperaturerhöhungen, sodass wir hier entsprechend auch keine Entwarnung geben können. Wir müssen natürlich auch die Schuttbedeckung betrachten. Ich hatte Ihnen verschiedene Beispiele gezeigt von Blankeisgletschern und schuttbedeckten Gletschern. Die Schuttdecke liefert eine isolierende Wirkung. Ab 4 bis 5 Zentimeter Schuttmächtigkeit haben wir nahezu eine konservierende Situation. Wenn wir nur ganz, ganz feine Schuttauflagen haben, dann sorgen die natürlich dafür, dass sich die Schmelzvorgänge beschleunigen. Aber bei 4 bis 5 Zentimetern, das ist nicht so sehr viel, setzt die gegenteilige Wirkung ein. Und zum Schluss habe ich Ihnen etwas über die Gletscher mit den proglazialen Seen gezeigt, die entweder vor dem Gletscher liegen oder auf der Gletscheroberfläche liegen. Und da haben wir natürlich einen sehr raschen Rückgang der Gletscherstirn aufgrund der Rückkopplung mit dem relativ warmen Wasser. Und ja, die Beispiele, die ich Ihnen gezeigt habe, die zeigen insgesamt die große Differenziertheit der Gletscherveränderungen im Himalaya. Das zeigt auch, dass die Medienberichterstattung sich sehr stark auf die eine oder die andere Seite zeigt. Bei der Gegenüberstellung der Medienberichte aus den Jahren 2008 und 2012 haben Sie das gesehen. Und letztendlich ist das Problem, dass entlang des gesamten Himalaya-Bogens auf der Maßstabsebene, die ja letztlich eine subkontinentale ist, hier massive Veränderungen in unterschiedlichen Teilen festzustellen sind. Und diese Wiederholungsaufnahmen, die bilden natürlich ganz gut geeignete, Methode, um diese Veränderung oder auch die Persistenz zu visualisieren. Und sie bieten eine hohe räumliche Auflösung. Und
So fern geeignetes historisches Bildmaterial verfügbar ist, liefern sie auch lange Zeitreihen, die deutlich weiter als die Fernerkundungsdaten zurückreichen. Es bleiben natürlich weiterhin Herausforderungen, und diese Herausforderungen sind, die Prozesse zu verstehen, die sich nicht visuell abbilden lassen. Und damit bin ich auch schon am Ende und möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.